Herzlich willkommen zu einer Mini-Ausgabe des Breiz Shapes & Co. Ich habe momentan nicht so viel Zeit, einige von euch werden es sicherlich wissen und den Grund dafür auch kennen. Aber trotzdem möchte ich euch zwei kleine Spielchen vorstellen, die es mir in den letzten Tagen ganz schön angetan haben. Zum einen wäre das die Feen für PC, mal wieder ein kleines Bullet-Hell-Spielchen, gar nicht so übel, zwar nicht so gut wie beispielsweise Crimson Clover oder dergleichen, aber trotzdem gar nicht so schlecht. Das zweite ist ein Spiel für Game Boy Advance und das gefällt mir besser, als ich gedacht habe, denn ich habe im Internet nicht so viele gute Dinge darüber gelesen. Also in den Foren ist man sich wohl geteilter Meinung über das Spiel, die Tests sind immer relativ gut ausgefallen. Jedenfalls ist die Rede von Invader, auch ein, nein, kein Bullet Hell Spielchen, eine Mischung aus Spielen von Compile, würde ich sagen, so ähnlich wie Aleste, ein bisschen wie Sukyo Gurentai oder, nee, nicht Sukyo Gurentai, ich würde sagen, so wie Xevious, genau, ein bisschen wie Xevious. Aber genaueres erkläre ich gleich, wenn ich auch ein paar Szenen aus dem Spiel zeige. Viel Spaß beim Zusehen. Okay, ich muss zugeben, das Titelbild sieht ganz schön bescheuert aus. Ja, man hat zwei Charaktere zur Auswahl. Einmal Nebel und Ariel. Die reitet auf einem Besen und die wähle ich natürlich immer aus, weil ich mag Charaktere, die auf Besen reiten. Eine taktische Hauptsache in dem Spiel ist die Anordnung der Feen, die einen immer begleiten. Oben links kann man sehen, welche Formation gerade angewählt ist. In dieser Formation beispielsweise wird in alle vier Himmelsrichtungen geschossen. Die wähle ich meistens, diese Formation, denn die Gegner, die kommen wirklich aus allen Richtungen angeschossen. So, da rechts unten, Help, da kann man sehen, dass ich ein oder zwei Feen verloren habe. Wenn man schnell genug ist, dann kann man sie auch wieder einsammeln. Für den Endgegner des ersten Kapitels wähle ich immer eine Formation, in der die Feen alle nach oben schießen. Und bei dieser Formation ist es auch noch so, dass sich das eigene Sprite langsamer bewegt bei gedrücktem Feuerknopf. Bei diesem Bullet-Hell-Angriff ist das auch gar nicht so schlecht, wenn sich das Sprite ein wenig langsamer bewegt. Hier im dritten Kapitel von Die Feen kann man sehen, dass es durchaus auch größere Gegner gibt, abgesehen von den Endgegnern natürlich. Bei diesen großen Schiffen, die da auf mich zugeflogen kommen, kann man sehen, dass ich erst links und rechts die kleineren Kanonen zerschießen kann und dann das große Schiff selbst. Außerdem kann man ganz gut sehen, dass diese goldenen Tokens, die aus den abgeschossenen Gegnern herauskommen, sich auf das eigene Sprite zubewegen, wenn man den Feuerknopf auch mal loslässt und nicht immer Dauerfeuer benutzt. Letztendlich kann ich ruhigen Gewissens eine Empfehlung für die Feen aussprechen. Es ist ein kleines, ruhiges Bullet-Hell-Spielchen. Da kann man mal entspannt durch die Level fliegen. Das soll aber nicht heißen, dass es zu einfach ist. Also man muss sich schon ein wenig anstrengen, um durchzukommen. Also 30 Euro ist das Spiel meiner Ansicht nach locker wert. Ich muss zugeben, dass ich wirklich ein bisschen stolz darauf bin, euch ein komplettes Invader zeigen zu können in OVP und Anleitung, denn seltsamerweise sieht man es gar nicht so häufig in diesem Zustand. Invader bietet nichts Besonderes in den Options, Schwierigkeitsgrad, Anzahl der Leben, der Credits und so weiter. Wie ihr sicherlich mittlerweile wisst, belasse ich immer alles in den Default-Einstellungen. Es gibt zwei Schiffe zur Auswahl, die unterschiedliche Schusstechniken bieten. Ich finde ja, dass Invader schon etwas Besonderes darstellt für Game Boy Advance, denn soweit ich weiß, gibt es gar nicht so viele Spiele dieser Art für die Konsole. Yeah.
Meiner Ansicht nach kann man es wirklich ein wenig mit den Games von Compile vergleichen, also mit der Aleste-Serie beispielsweise. Es ist sicherlich nicht genauso gut und auch nicht so gut ausbalanciert, aber was die Action angeht und die Grafik beispielsweise, lässt es sich schon ganz gut vergleichen. Für mich ist es gar nicht so einfach, das Spiel auf einem Handheld zu spielen. Ich habe das mal mit sämtlichen Nintendo Handhelds ausprobiert. Keine Chance. Aber mit dem Game Boy Player für für GameCube, da ist es eigentlich ganz gut spielbar. In der Einleitung habe ich ja das Spiel ein wenig mit Xevious verglichen. Das kommt daher, das kann man jetzt eigentlich ganz gut sehen. Vor dem Schiff befindet sich ja dieses Fadenkreuz. Damit lassen sich Bodengegner anvisieren und mit der zweiten Taste kann man dann eine Rakete auf diese Bodenziele abschießen. Das ist in Xevious so ähnlich. Wenn ihr das Spiel mal irgendwo seht und das für nicht allzu viel Geld, denn wie gesagt, im kompletten Zustand sieht man es gar nicht so oft, könnt ihr meiner Ansicht nach ruhig zugreifen.